Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Diesmal geht es um die Waffen aus dem Blutkessel und da habe ich Grau und Grün zusammengefasst, weil Grau jetzt nicht so viel war und Grün hält sich jetzt auch in Grenzen. Wir schauen uns einfach mal an, was es gibt. So, dann schauen wir uns mal die grauen Sachen erst an. Ich denke mal, da sind sehr viele Sachen, die uns in den letzten Dungeons schon begegnet sind, zum Beispiel dieser Stab in Rot. Dann haben wir die verrostete Muskete hier mit dem Bronze und einem Rohr. Dann die dürftige Klinge, das kleine kurze Schwert. Ja, das ist ein Einhand, hier mit Orange. Dann haben wir die verkratzte Axt. Ja. Das einfache Modell mit dem Stein und mit den Schnürungen. Dann haben wir geschärftes Stilett, den einfachen Dolch in Silber. Dann die aufhaltbare Macht. Na, ist auch so ein Running Gag aus der Zeit. Und man braucht die halt auch für einen der Klunkerwürmer in Shadowlands. So, dann angelaufenes Claymore, das kennen wir auch, das silberne. Dann korrigierter Streitkolben. Hier, ne, der schmale Streitkolben mit der Platte. Dann haben wir zerbrochener Langbogen. Naja, ist eigentlich ganz, aber der nennt sich halt so, in Rot. Und wir haben die angelaufene Axt hier mit Grün. So, jetzt kommen die interessanten Sachen. Mal gucken, ob wir neue Modelle entdecken. So, wir fangen an mit der Ogre-Spalter-Axt. Oha. Na, auch ein sehr großes Modell hier mit den Klingen. Hier rot abgesetzt. Die Klingen sind gerade. Hier schwarzer Griff, hinten roter Edelstein. Das hatten wir noch nicht. Dann die Mognatal-Streitaxt. Die hatten wir vom Modell her schon, nur diesmal andere Farben. Hier in Pink, würde ich fast sagen. Ne, auch immer hier die leichte Wölbung. Und die teufelsberührte Axt. Nur so mit der kleinen Klinge. Man könnte meinen, da fehlt ein Stück, ne? Aber das ist die ganze. Hier auch wieder mit dem Rot, ein bisschen angelaufen, ein bisschen used. So, dann kommen die Einhänder. Dann haben wir die Häschersichel. Ja, ist eine einfache Axt. Hier ein dunklerer Griff. Dann haben wir die Ritterkriegsaxt. Da ist jetzt ein bisschen blau mit drin. Die Klinge ist ein bisschen verzogen nach vorne. Auch hier dieses durchlaufende Muster. Ja, auch ein sehr interessantes Modell. Und dann haben wir die gezackte Kampfaxt. Na, ist auch wieder eine einfache Axt. Hier mit der Spitze nach vorne, violetter Griff. So, dann haben wir die Zweihandstreitkolben. Einmal der Beinknochen eines Riesen. Man würde sich wünschen, dass es aussieht wie ein Knochen, ist es aber nicht. Das Modell an sich kennen wir schon, hier mit den Sternen vorne. Das hier ist jetzt braun-schwarz. Dann haben wir abscheulicher Knüttel. Der ist jetzt eher rund gehalten, hier mit den Spitzen. Auch in lang. Silber, hier ein bisschen violett mit drin. Auch ein einfaches Modell. Und dann haben wir den Fralmar-Kriegshammer. So. Manchmal dauert es ein bisschen. So, das Modell kennen wir, nur unter einem anderen Namen. Na? So, dann kommen die Einhänder. Da haben wir einmal Wildsang-Streitkolben. Na? Auch ein bekanntes Modell hier in den verblichenen Farben. Dann gebördelter Schlachtkolben. Sieht genauso aus. Dann der Druckluftkriegshammer. Das ist jetzt ein bisschen anders gewölbt, aber auch in dunkle Farben und Holz. Zeremonieller Hammer, den kennen wir auch schon, hier mit der Spitze.
auch mit dem orangen Akzenten. Schwarzseerstrahlkolben. Das ist jetzt hier mit Gelb und Rot. Hat alles wieder was von. Passt halt zum Gier, ne? Auch zu. Was war das? Pala T2 mit dem Orange? Gelb. Dann haben wir Kalteisenzepter. Das hatten wir, glaube ich, von der Form her auch schon mal. Hier sehr angelaufen. Auch ein altes Modell. Dann Wiederbelebungshammer. Ja, ich wiederbelebe dich. Hier komplett in Violett. Auch sehr hübsch. Und glorreiches Zepter. Das ist ein Streitkolben. Könnte man nicht glauben, ne? Aber ja, es ist ein Streitkolben, das Ding. Lustig, ne? So, dann kommen die Schwerter. Einmal das Einhand, geschwungenes Skettes-Klinge. Ja, mit Violett und Pink in der Klinge. Ich finde das sehr hübsch. Mal was anderes. Dann lichtdurchdrungenes Langschwert. Hier ist der Griff besonders. Hier mit dem gewickelten Grün, Orange und der pinke Dings, ne? Stein. Und so leicht angelaufene Klinge. Dann die Zweihänder. Einmal das Kriegsschwert der Mokhtar. Das hier mit der krummen Klinge, das kennen wir auch schon. Dann königliches Kreuzzüglerschwert. Na, hier ein bisschen gelb. Hier auch so eine leichte Musterung drin. Dann haben wir Skelettbreitschwert. Auch eine sehr interessante Klinge hier vorne mit der Spitze. Sieht so ein bisschen aus, als wenn die sich hier so überlappen, ne? Dann Schlangenlord Claymore. Ist auch nochmal eine andere Form, hier mit Grün. Na? Wird auch hier in der Mitte schmaler und dann nach oben, nach vorne breiter. Und Vergeltungsklinge. Ja, das sieht dann doch schon mal ein bisschen anders aus, ne? Da gibt es ja, glaube ich, aktuell im Handelsposten diese Doppelklinge, ne? Die Stangenwaffe. So, dann haben wir Stäbe. Einmal urzeitlicher Lernstab. Ja, das ist der Grün, dieser Holzstab oder dann grün gewickelt. Dann haben wir Hanbo. Oh, falsche Taste. Der Hanbo. Der hat hier vorne diese. Ja, man kann den so schlecht zeigen, ne? Hier vorne so eine Zacke drauf. Dann haben wir den Jin Bali Warpstab. Sieht so ähnlich aus, ne? Langer Hartholzstab. So einfach ein Holzstäbe, hier mit Blau. Und brutaler Narbenast. Sehr brutal. Das ist mit dem Kristall vorne, ne? Und den hellen Holz. So, dann haben wir die Stangenwaffen. Stangenhellenbarde. Na, das sind die einfachen Stangen. Vorne mit der Spitze dran. Hier in Silberpink. Und dann haben wir die Partisanenlanze. Das hat jetzt eher so einen bronzenen Touch. Auch hier vorne mit den Klingen. Ich finde es übrigens schön, dass jetzt die Stangenwaffen noch mit reinkommen. Und Faustwaffen haben wir gleich auch noch. Aber machen wir erstmal mit den Dolchen weiter. Dann haben wir den fein abgestimmtes Messer. Na, hier mit der Klinge, die so ein bisschen. Also die ist ein bisschen ungerade. Also hier vorne eine große und hier unten eine kleine Klinge. Dann Verbrennungsdolch. Das ist ein einfaches Modell. Hier nochmal mit Schnürung. Dann haben wir den schwächenden Dolch. Ja, dann haben wir auch wieder dieses Gold mit Rot. Dann der Blitzdolch. Der ist jetzt ein bisschen dunkler. Sehr matt, aber auch dieses Gelb, Orange und Schwarz mit drin. Auch eine interessante Form. Ich glaube, wenn man so ein dunkles Set hat, sieht das bestimmt gut aus.
Dann Nachtfischer durch. Den kennen wir ja schon mit den Spitzen, ne? Dauerfrost durch. Na, das abgebrochene Katana. Und der Jadenitz durch. Leichter Grüntouch. Aber auch eine komische Klinge, ne? So, dann haben wir die Faustwaffen. Felshetzerklauen. Na, das ist Metall mit den Klingen. Dann haben wir Scheckhestkrallen. Also dieselben mit dem braunen. Und Schlagringe. Das ist auch wieder mit Rot. Das sind halt die einfachen Faustwaffen. Da gibt es noch richtig fette Modelle. Die werden uns wahrscheinlich mit der Zeit auch noch begegnen. So, dann haben wir Schildhand. Einmal die Pusteblume. Oh, das ist süß. Dann haben wir die Schädelkugel. Die kennen wir auch. Blutendes Auge. Na, hier mit einem leicht rotbraun. Und die Sklaventreiberrute. Das ist halt der Stern. Ich finde die eigentlich immer ganz süß, so zu Halloween. Aber diesmal ist es der mit Violett. So, dann haben wir noch die Zauberstäbe. Da haben wir einmal den Eibenzauberstab. Na, mit etwas dunklerem Holz. Dann haben wir Mahagoni. Sieht fast genauso aus. Dann Mechano-Zauberstab. Das ist auch sehr hübsch hier vorne mit der Spitze. Mit den Federn und mit dem Lichteffekt. Dann Purpurherz. Na, den kennen wir auch hier mit diesen Kristallen. Kristallverzierter. Dieses Standardmodell. So, und dann haben wir Bögen. Einmal den Windsprecherbogen. Der ist hier dunkles Holz. Ich finde persönlich sehr schön. Hier schwarz und matte Tribals. Und den Eschentalbogen. Das ist jetzt gebogen in einem mit Grün. So ein Standardmodell, ne? Dann habe ich die Krokelistenjagdgewehr oder das Gewehr gefunden. Das ist hier mit dem Zielfernrohr oben drauf. Ne, langes Fernrohr. Einfache Farben. Ich weiß nicht, warum das so teuer ist. Vielleicht droppt es so selten. So, und dann haben wir noch drei Schilder. Einmal das Telari-Schild. Das ist jetzt hier in etwas gediegeneren Farben. Das gibt es auch noch in knalligen. Dann der gehärtete Stahlschild, den kennen wir auch. Und gellender Schild. Das ist mal eine neue Form. Auch hier mit diesem gelb, rot, braun. Aber auch ein sehr hübsches Schild, ne? Sehr, sehr hübsch. So, meine Lieben. Das waren die Waffen aus dem Kessel. Wir werden uns dann nächste Mal an die Umhänge und an die Stoffkleidung machen. Wir machen das auch wieder zusammen, weil nicht sehr viele Umhänge gedroppt sind. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.